Okay, hallo. Ich habe eine kurze Stunde angekündigt mit dem geänderten Titel JavaScript, Something Something JavaScript. Ursprünglich State of the Frontend Web Development. Aber ich war dann letzten Endes zu faul, um alles zu machen, was ich vorhatte, und deswegen wird es jetzt ein bisschen weniger. Die Idee ist, ich bin eigentlich ein Typ für so Backend-Stuff. Ich mache Server, ich mache Datenbanken, ich mache verteilte Systeme. Ich mache nicht so Web. Aber manchmal wäre das ganz hilfreich, wenn man, manchmal wäre das ganz hilfreich, wenn man UI machen könnte, wenn man irgendwie Software schreibt, die man von verschiedenen, auf die man von verschiedenen Geräten zugreifen will, ist irgendwie so eines der einfachsten Sachen, ist so, man macht so einen Webserver und dann macht man da so eine Web-UI drauf und die spricht dann über REST oder so mit so einem Backend. Das heißt, ich wollte mich mal damit auseinandersetzen, wie das eigentlich geht. Heutzutage. Wie macht man eigentlich heutzutage modern so JavaScript-Single-Page-UIs? In der Vergangenheit habe ich jedes Mal, wenn ich mich da dran gesetzt habe und irgendwie das neueste hippe Frontend aufgemacht habe und die Installationsanleitung angeschaut habe, irgendwie frustriert aufgegeben nach einer halben Stunde. Das ist diesmal auch passiert und deswegen habe ich nur endlich viel, endlich viel vorbereitet. Aber ich hoffe, dass ich einen Kompromiss vorstellen kann aus... man muss nicht alles selbst machen und es ist nicht alles furchtbar und man ist genervt von NPM. Das heißt, mein Vorgehen war, ich habe mir jeden Tag so eine Stunde vorgenommen, also eine Stunde Zeit genommen und habe in einer Stunde mit einem vorgegebenen technologischen Rahmen das Beste erreicht, was ich in einer Stunde hinbekommen habe. Um quasi einen Ansatz zu haben, ein Ziel zu haben, habe ich gesagt, ich baue so eine einfache Webanwendung, und zwar so ein Kommentarding. Ihr werdet gleich sehen, dass Kommentarding sehr großzügig ausgedrückt ist. Und angefangen habe ich halt mit so einem Go-Programm, welches so einen REST-Server aufmacht. Und das sind einfach so ein paar hundert Zeilen, einfach damit man was hat. Und das ist irgendwie mit so einem SQLite gebackt. Und dann kann man irgendwie so einen Server starten. Lasst mich mal irgendwie... kann man den irgendwie starten und dann kann man sich irgendwie, gibt der quasi so eine REST-Dings. Ich versuche das jetzt irgendwie zu tippen. Warte, ich habe das, glaube ich, ich kann den auch copy-pasten. Der gibt einfach so einen Posts-Endpoint und dann kann man irgendwie die curlen und dann kriegt man alle Posts, die da sind. Das sind bisher noch keine. Und dann kann man da so Dinge rein posten mit einem Post-Request. Na, dann sagt man irgendwie, Nick ist Meruvius, Comment ist Hello World. Und dann sagt er hier, oh, ich habe hier so einen Nick, und wenn man sie sich dann nochmal holt, kriegt man irgendwie die Posts. Und damit da auch JavaScript dabei ist, ihr habt letzte Woche, glaube ich, von Kübi etwas zu Event Source gehört, dachte ich mir, ich baue auch so einen Server-Side-Event ein, dass wenn man jetzt was postet, also wir machen so einen Event-Stream, wenn man einen Comment postet, sollte der... es sei denn, ich bin... Was habe ich falsch gemacht? Wieso taucht der nicht auf? Ups. Demo-Effekt. Du hast nicht gepostet. Ups, ja, ich habe nicht gepostet. Danke, guter Punkt. Das ist das Problem mit geshared History. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir unser JavaScript bauen, können wir irgendwie auch, wenn irgendwer einen neuen Kommentar macht, taucht der irgendwie automatisch auf und so Stuff machen. Das heißt, das war meine erste Stunde. Irgendwie so ein billiges Backend schreiben für diesen Service. Meine zweite Stunde war dann, wir machen mal als Baseline, Axel macht HTML und CSS und JavaScript, und das mache ich jetzt einfach hier mal auf. Geshared History ist echt nervig. Gleicher Server, das sieht dann so aus, das ist so das Beste, was Axel in so einer Stunde hinbekommt. Ja, ich weiß nicht, warum die hier jetzt nicht auftauchen. Ah. Und dann kann man hier irgendwie sagen, Nick ist Meru und irgendwie der Comment ist Fubar und dann kann man den abschicken und dann taucht er da auf dem anderen Browser auch auf. Das ist so das Beste, was Axel in so einer Stunde hinbekommt in CSS und HTML. Damit wir so sehen, was ich da so gemacht habe, schauen wir uns hier mal die Datei an. Das sind irgendwie 124 Zeilen, also auch nicht so furchtbar viel Code. Wir haben hier so oben so ein Formular, wo einfach, das ist einfach ein ganz normales HTML5-Webformular, Golden Variety, Nothing, mit einem Nick und einem Comment-Feld. Wenn wir laden, holen wir uns alle Posts, machen so einen Event-Source-Stream auf, wie Kübi letzte Woche schon demonstriert hat. Und wann immer einer kommt, rufen wir Receive Post auf
Und dann, wenn wir submitten, benutzen wir diese Funktion, um irgendwie das Ding in Java, das Formular in JSON serialisiert an den Server zu schicken per Post und machen hier so einen Post-Request mit ganz Golden Variety JavaScript. Also JavaScript hat irgendwie diese XML-HTTP-Request-Objekte und mit denen könnt ihr irgendwie so HTTP-Requests aus JavaScript machen. Das heißt, es macht einfach so mit Bordmitteln so einen Post-Request. Receive-Post ist auch recht simpel, nimmt einfach so einen JSON-String aus diesem Event raus, passt den als JSON und fügt den dann mit AddPost dem der Seite hinzu. Fetch-Posts, womit initial erstmal alle Posts geholt werden, macht auch einfach so mit so Bordmitteln so einen Get-Request auf den Posts-Endpoint und fügt die dann jeweils hinzu. Und AddPosts erstellt so mit so JavaScript-Bordmitteln so HTML-Elemente, so eine Headline, wo sie dann irgendwie den Nick hinschreibt mit der Klasse Nick und dann irgendwie so das Datum in so einen Span und so einen Div mit dem Post und dann fügt es dann irgendwie so hinzu in das DOM mit irgendwie so JavaScript-Bordmitteln. Den Code werde ich alles irgendwie auf GitHub werfen und euch verlinken. Aber das ist so, wie Axel so sich vorstellt, wie so JavaScript nativ funktioniert. Ist vermutlich nicht ganz modernes JavaScript und nicht ganz tolles JavaScript, weil das ist alles 20 Jahre her, dass ich das gelernt habe, aber ist okay. Und dann so irgendwie so minimales CSS und dann lief mir die Zeit aus. So, oh, jetzt ist der Hintergrund von den Posts gelb, keine Zeit mehr, schade. Die nächste Abstraktionsstufe, mit der ich irgendwie auch schon gearbeitet habe, nennt sich Materialize. Das ist quasi eine Stufe höher. Was Materialize macht, ist, das gibt euch irgendwie einfach so CSS, ein CSS-File und ein JavaScript-File plus jQuery. Also ihr braucht irgendwie jQuery, um das zu benutzen. Das heißt, immerhin, ihr habt irgendwie so drei statische Files, die packt ihr irgendwie in euren Webserver rein und der surft die dann. Und dann könnt ihr diese Sachen clientseitig benutzen. So, der Server weiß von nix und das ist auch erstmal gut so für jemanden wie mich. Um das kurz zu zeigen, wie das aussieht. Der Vorteil davon ist, dass es eben für Leute wie mich subtil einfacher wird, irgendwie Dinge zu machen, die nicht ganz scheiße aussehen. Das sieht dann irgendwie so aus stattdessen. Und dann kann man hier irgendwie sagen, mach mal einen neuen Post. Ich heiße irgendwie Mero und hallo Chaos Treff. Und dann submitten wir das und dann taucht halt der Post auf. Es ist immer noch nicht super geil. Ja, genau, die Reihenfolge ist unterschiedlich, weil ich in dem Materialize-Code die sortiere und das in dem alten Code nicht gemacht habe. Was finde ich, das auch demonstriert. Ich meine, es sieht immer noch nicht unendlich geil aus, aber es ist wieder from scratch in einer Stunde entstanden. Und dafür finde ich, sieht es eigentlich okay aus. Ich bin damit okay. Und ich hatte immerhin noch Zeit, so ein paar Zusatzdinge einzubauen. Was ist so das Abstraktionslayer, was einem irgendwie sowas gibt, wenn man irgendwie sagt, ich benutze jetzt irgendwie jQuery und so einen Material Design Framework? Statt wie vorher so einen Golden Variety Form, HTML-Form, brauchen wir jetzt so ein paar dekorative HTML-Elemente, weil Materialize eben so funktioniert, dass man mit Divs, die bekommen, also man macht so Div-Container, setzt da Klassen und die Klassen repräsentieren dann, ob das jetzt eine Karte ist oder ein Navigationselement oder so. Das heißt, da ist relativ viel so nicht semantischer Overhead, um irgendwie dieses Formular auszudrücken. Aber am Ende ist es auch nur so ein Formular mit Stuff. Und dann ist hier so ein Button unten rechts in der Ecke. Und das JavaScript, was wir schreiben, ist jetzt irgendwie mehr so jQuery JavaScript. Wieder, wir machen so eine Event Source auf. Ajax ist jetzt ein bisschen bequemer als vorher. Wir müssen irgendwie nicht mehr direkt mit diesen XML-HTTP-Request-Objekten rumarbeiten, sondern wir haben halt so Convenience-Methods, wo wir dann auch irgendwie nicht switchen müssen auf, ist jetzt ein Fehler aufgetreten oder ist jetzt ein Success aufgetreten oder ist jetzt eine Connection aufgebaut, sondern wir sagen einfach, wenn unser Request erfolgreich war, dann führe mal folgende Funktion aus, sortiere den Kram, das ist genau der Punkt, und dann fügt die hinzu. Statt irgendwie unser HTML zu bauen mit irgendwie document.newElement, addClass, whatever, benutzen wir so jQuery-Convenience-Sachen für mach mal so einen Span und füg mal so eine Klasse hinzu und setz mal den Text und dann haben wir dieses Objekt. Und halt zum Beispiel, jQuery liefert einem zum Beispiel auch diese CSS-Selector-Convenience-Wrapper. So dass man sagt, finde mal folgendes Objekt, was ich jetzt mit meinem CSS-Selector ausdrücke, was irgendwie bequemer ist, als irgendwie zu sagen, document.getElementById, whatever, if element equals null und whatever.
Das ist also so nochmal so ein paar Ebenen höher. Es ist ein bisschen einfacher damit irgendwie. Also meiner Meinung nach ist das so das Minimum, was man eigentlich will, weil irgendwie pures JavaScript doch ein bisschen ätzend ist, wenn man irgendwie dynamisch ist. Und außerdem ist es halt, ihr seht irgendwie, das ist so das Custom CSS, was ich dazu gepackt habe. Und sonst ist das eigentlich nur, ich sag irgendwie so Sachen wie, mach mal so eine, wo ist es? Das ist ein Modal. Mach mal so einen Modal, weil dieses Form geht ja irgendwie auf, poppt ja auf. Mach mal so einen Modal und dann ist das so ein Input-Field und dann macht er da automatisch diese ganzen netten kleinen so Animationen, wie das, wenn man irgendwie das drückt, dass es dann so hoch swiped und das, wenn man irgendwie Felder auswählt, dass die irgendwie, weißt du, so Zeug. Das finde ich ganz nett. Ich finde, dann sieht es halt zumindest nicht ganz scheiße aus. Das ist ganz cool. Das nächste Abstraktionslayer, was ich mir angeschaut habe, waren Web Components, weil das explizit auch gefragt wurde. So, die könnte ich jetzt auch zeigen, wie das aussieht. Und dann werdet ihr feststellen, dass es ganz genauso aussieht. Also da ist irgendwie nicht so furchtbar viel Unterschied. Was anders ist, ist, dass wir uns, wenn wir uns das jetzt im UI-Inspektor anschauen, in dem Chrome DevTools, zip, sehen wir hier, dass diese Kommentare, wenn wir uns die mal anschauen, die sind jetzt so ein X-Comment-Element mit so einem Attribut Nick und so einem Attribut Date und so einem und halt so einem Content. Und das ist das, was Web Components euch gibt. Web Components gibt euch die Möglichkeit, Custom-Elemente zu definieren mit vorgefertigtem, gewrappten HTML plus JavaScript plus CSS, die quasi ein Element als schönere Abstraktion euch zur Verfügung stellen, die ihr dann einfach so ausliefern könnt. Dann habt ihr irgendwie einen Button.html und das enthält das gesamte HTML, CSS und JavaScript für so einen Button. Und dann kann man den einfach einbinden und dann funktioniert das. Und immer noch, ihr braucht nur irgendwie statische Files und müsst euch irgendwie nicht darum kümmern, dass irgendwie euer Server Node macht oder so. Um auch da zu zeigen, wie das aussieht wir schauen uns erstmal die Index-HTML an. Da sieht das irgendwie dann so aus, dass wir, wenn wir einen neuen Post hinzufügen, der Rest ist gleich. Ich habe hier jetzt auch geschummelt und den alten Code kopiert und nur geändert. Der Rest des Codes oben ist gleich, aber hier sagen wir halt, statt irgendwie wie vorher, mach mal so einen Div, setz die Klasse auf Comment, was auch immer und mach mal eine Karte und so. Sagen wir hier jetzt einfach, der Comment ist ein neuer Comment, das ist eine JavaScript-Klasse, die wir definieren in einem anderen File. Sage, insert dieses Element nach der Comment-Headline und dann geht das. Und das quasi die JavaScript-Klasse kümmert sich erstmal um den ganzen Rest, nämlich um das ganze HTML und so. Dann haben wir hier oben so einen Import, importiere mal Comment.html und in Comment.html ist dann alles drin, was diese Comment Cards ausmacht. Und wenn wir uns die mal anschauen, ist das auch einfach so ein HTML-File. Das enthält dieses Template-Element. Also Web-Components sind einerseits HTML-Includes, HTML-Imports, Template-Elemente und Shadow-DOM. Die drei Sachen zusammen definieren, was Web-Components ist. Was Shadow-DOM ist, ist so ein bisschen blöd zu erklären, aber das ist auch nicht so wichtig. Aber die Includes habt ihr gerade gesehen und das ist ein Template. Das heißt, dieses Element existiert nicht wirklich, das wird nicht wirklich erstellt, sondern das wird quasi virtuell angelegt und dann kann man dieses Template instanzieren von JavaScript aus. Das heißt, wir schreiben irgendwie so HTML für diese Templates, schreiben so ein bisschen ein Style-Element dazu und dann haben wir hier so eine JavaScript-Klasse mit einem Konstruktor, die erbt von HTML-Element. JavaScript-Klassen sind so ein neues JavaScript-Ding, womit ich mich auch noch nicht auskenne, aber die sind jetzt neu und gibt es. Früher gab es die nicht. Und der sagt einfach, naja, du übergibst mir so einen Post, das ist das, was der Server uns gibt, mit irgendwie so einem Nick und so einem Text und so einem Date. Und dann setzen wir diese Attribute auf dieses Comment-Element. Sobald wir eingehängt werden, das ist dieser Connected Callback, wird aufgerufen, sobald JavaScript ein Element davon erstellt und in das normale Dokument einfügt, erstellen wir dann die ganzen Teilelemente und wir queryen vor das Comment-Template, was ich oben definiert habe und setzen dann so ein paar Attribute und importieren diesen Node als eine neue Kopie und das ist quasi die Instanzierung von diesem Template. Das heißt,
Genau. Und ganz am Ende sagen wir, definier mal so ein neues Element mit dem Namen xComment und das ist diese HTML-Elementklasse. So, das heißt, wir haben jetzt einen so einen Fall, mit irgendwie, wo irgendwie das gesamte Verhalten unserer Karten quasi rein enkapsuliert wird. Das heißt, wir können irgendwie besser, wenn wir eine UI bauen wollen, können wir irgendwie besser unseren Kram abstrahieren, indem wir sagen, wir haben irgendwie eine Tracklist oder was auch immer, die hat irgendwie als Eigenschaft eine Liste an Tracks und dann kümmert die sich irgendwie darum, dass die Sachen richtig passieren. So, anyway, das sind Web Components. Der nächste geplante Schritt war dann, sich irgendwie React anzugucken oder Polymer oder so. Das sind dann so Libraries, die einem es vereinfachen sollen, testbar so Web Components zu schreiben. Aber das war das, wo mir die Zeit ausgegangen ist, wo ich mich dann nicht mehr reinfuchsen konnte. Die höheren Abstraktionsebenen funktionieren dann immer so, dass man etwas auf dem Server laufen hat, welches höhere Sprachen als JavaScript nimmt, weil zum Beispiel, es gibt ja irgendwie ECMAScript 2015 und wie sie alle heißen, irgendwie die neuen JavaScript-Versionen. Das Problem ist, die Browser implementieren die alle nicht. Deswegen braucht man irgendwie auf dem Server etwas, was dieses ECMAScript nach JavaScript kompiliert, was dann irgendwie auf allen Browsern auch läuft. Und das war so das, wo dann bei mir die Frustrationsschwelle zu hoch wurde, weil ich will halt weiter mein Backend irgendwie in Go schreiben und ich will eigentlich mich nicht damit auseinandersetzen, irgendwelche Dependencies von irgendwelchen Frameworks auf meinem Server zu installieren, sondern ich will eigentlich irgendwie, ich will bleiben bei statischen Files, die ich irgendwo reinklatsche. Und deswegen bin ich nicht höher gegangen als das. Ich finde aber tatsächlich Web Components ganz nett. Ich werde vermutlich, das ist so vermutlich, was ich in Zukunft so benutzen werde, wenn ich sowas mache. So irgendwie so einen JavaScript-Framework mit so ein bisschen CSS und dann irgendwie Web Components, um meine UI-Elemente zu enkapsulieren. Und dann schauen wir mal, was passiert. Okay, ich hoffe, das war's. Also ich hab alles erzählt. Ich hoffe, das war halbwegs interessant. Und bis dann. Falsch. Fragen? Also nicht, dass ich sie beantworten könnte, aber Fragen? Ja? Mehr Anmerkungen dazu aus dem Leim eines Entwicklers. Also erstmal die Web Components, die sind im Prinzip frisch aus der Druckerpresse. Ja. Also da sollte man aufpassen, ob man die verwendet, weil alles, was älter als Firefox von ganz frisch und Chrome von ganz frisch ist, kann ich, insbesondere auf Internet Explorer bzw. Edge. Ja. Die man mal wieder Rücksicht nehmen muss und zum anderen die ganzen anderen Frameworks, die du dir nicht angeschaut hast, zum Beispiel Polymer und React, verhalten sich sehr, sehr ähnlich zu den Web Components. Da heißt die Klasse dann halt ein bisschen anders und eventuell ist halt irgendwie alles in einer Datei und man schreibt nicht HTML, sondern JSX, was in der HTML ist. Genau. Genau so weit bin ich gekommen. Dann schreibt man halt JSX und dann habe ich mir JSX angeguckt, was das ist. Das ist halt irgendwie so ein Mittelding aus JavaScript mit eingebautem HTML. Und dann und das impliziert dann, wie gesagt, dass irgendwas auf dem Server läuft, was das irgendwie transformiert und stuff und deswegen. Aber ja, ich habe explizit nicht auf die Frage geachtet, was muss man eigentlich tun, damit moderne Browser Dinge unterstützen. Es gibt zweierlei Antworten darauf. Eine ist, man benutzt halt Polyfills. Das sind so JavaScript-Snippets, die auf ältere Browser neuere Verhalten nachrüsten mit Legacy-Mitteln. Die andere Antwort ist, naja, man benutzt halt irgendwas auf dem Server, was einem das in Legacy-JavaScript kompiliert. Und ja, ich habe mich absichtlich nicht damit beschäftigt, weil ich genau wusste, dass das eine World of Pain ist, in die ich eigentlich nicht einsteigen will. Im Servicefall bin ich aber auch, ich fühle mich auch wohl damit, einfach zu sagen, naja, dann benutze halt irgendwie einen aktuellen Chrome. Mir ist das okay. Für meine Zwecke. Your mileage may vary. Also. Naja, okay. Continue.